der linken Seite, ich blende das Bild nochmal ein, wie gesagt, das Sony-Laufwerk. In der Mitte oben seht ihr die grüne, grüne Platine. Und auf der grünen Platine, das ist die gesamte, ja, die ganze Logik, das Gehirn sozusagen des Gerätes. Da läuft die Software drauf, da wird die Bildbearbeitung gemacht und, und. Und unten diese gelbliche Platine, das ist die Netzwerkplatine, also mit einem, wie sagt man dazu, glaube ich, Primäreingang und Sekundärausgang. Irgendwie so heißt das, glaube ich. Also wo aus den 220 Volt, ich nehme an, 12 Volt gemacht werden, um die ganze Elektronik da zu betreiben. Alles sehr, sehr sauber aufgebaut, wie man es von LG stellen. 16:9 Original und dann kann man noch Vollbild und hin und her. Das ist einfach 16:9 Auflösung, soll automatisch eingestellt werden, kann man natürlich einstellen bis 4K, also forcen sozusagen. Last auf Auto, passt das auch schon, Anzeigemodus, 24 Bilder und 50 Hertz. Also das ist schon richtig gut, das Bild. Eine Geschichte möchte ich euch da nicht vorenthalten. Ich mache hier mal Pause. Meine lieben Dampfer, Raucher, Nichtraucher und Kiffer, ein neues, hoffentlich fantastisches Video. Heute geht es, wir bleiben unserer Linie der letzten Videos ein bisschen treu. Heute geht es um das Thema Heimkino, Filme, Blu-rays, Ultra-HD Blu-rays, das Übliche. Ich bin ja ein Freund der physikalischen Scheiben und ein Freund der Blu-ray-Player. Heute geht es, oder so sagen, was ist besser als ein Blu-ray-Player? Ein neuer Blu-ray-Player. Heute geht es um einen neuen Blu-ray-Player. Den möchte ich Ultra-HD Blu-ray-Player, also 4K Blu-ray-Player. Nach nun 8-9 Jahren, den habe ich jetzt 9 Jahre im Einsatz, funktioniert noch einwandfrei. Mein LG, wie heißt das Teil? LG BD325. Hier seht ihr das auf der Typenbezeichnung. BD325, nach knapp 9 Jahren war es mal Zeit für einen neuen Blu-ray-Player, dachte ich mir. Da hatte ich dann mal Augen aufgehalten. Was gibt's so Blu-ray-Player-mäßig? Ich bin ja auch ein großer 3D-Fan. Was gibt's noch an Blu-ray-Playern mit 3D-Support an neuen? Also die normalen Blu-ray-Player gibt's eigentlich gar nicht mehr. Die sind komplett weg. Gibt's wohl schon noch. Aber der Aufpreis für den Ultra-HD-Blu-ray-Playern ist nicht mehr groß. Und ich habe einen neuen Blu-ray-Player geholt, der 3D-fähig ist und sehr spartanisch aussieht. Das ist das neue gute Stück. Das ist der LG, das wie gesagt war der LG BD325, ein cooler Player mit einem kleinen Nachteil, wie ich finde. Ihr seht ja schon an der Bauform, da hat das Netzteil hier nicht eingebaut, sondern das Netzteil ist extern. Da liegt dann so ein Block bei. Habe ich sowas hier rumliegen? Nee, habe ich nicht. Ihr kennt das ja. Diese fetten Netzteile liegen dabei und er wird dann quasi vom Netzteil extern mit Strom versorgt. Das bedeutet natürlich, dass die Bauform dieser Player natürlich kompakt ist. Ja. Dieser Blu-ray Player hat mir die letzten 9 Jahre großen Spaß gemacht und eigentlich müsste ich ihn nicht ersetzen, aber da ich ja hier mit der Modernisierung bei mir voranschreite, neuer Dolby Atmos Receiver, hier der Den, neues Heimkinosystem, Leinwand, 4K Beamer, dachte ich mir, weißt du was, dann kannst du den 9 Jahre alten Blu-ray-Player mal in Rente schicken und den mal vergleichen mit dem, was es heute so auf dem Markt gibt, also mit was Aktuellem oder relativ Aktuellem. Und das ist dieser Blu-ray-Player, natürlich auch von LG. Mit den LG-Geräten bin ich sehr, sehr zufrieden. Steht das hier eigentlich irgendwo drauf? Ja doch, hier oben auf der Ecke steht es drauf. LG ist eine geile Marke, die machen echt gute Sachen und sie sind auch langlebig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mein Fernseher von LG ist mir noch nie ein Gerät kaputt gegangen, erstaunlicherweise. Und wo diesen Blu-ray-Player, diesen Ultra-HD Blu-ray-Player, den will ich euch vorstellen, das ist das Modell LG UBK80. Dann gibt es noch den UBK90, der ist dann auch noch ein bisschen smart. Da kann man dann noch Apps installieren. Brauche ich alles nicht, den ganzen Schnickschnack mit Apps installieren. Dazu habe ich ja mein Mikul KM3 Media Player da. Der kann ja alles super und mit dem bin ich echt sehr, sehr zufrieden. Und das könnte der wahrscheinlich auch nicht viel besser. Also ich brauche nur einen medienfähigen, streamingfähigen Player. Da muss das Ding nicht auch noch streamingfähig sein. Gibt es als UBK 90, der kostet dann auch ein bisschen mehr. Das ist einfach ein ganz stinknormaler
Blu-ray Player, also Ultra HD Blu-ray Player, 4K Blu-ray Player mit HDR 10 Funktionen und für relativ kleines Geld. Wenn ich überlege, was ich für den hier damals bezahlt habe, das ist ja so ein Einstiegs-Blu-ray Player, aber wunderbar, auch von der Bildqualität bin ich sehr, sehr zufrieden. Allerdings merkt man da schon, dass das Gerät schon so ein bisschen älter ist. Also man sieht es auch, wenn man Blu-rays guckt, bei ganz speziellen Szenen, wenn da sehr viel Bewegung im Bild ist, dann hat er schon mal so leichte Artefaktbildung, dann hat er so Nachzieheffekte. Da merkt man, das Ding ist schon so ein bisschen ins Alter gekommen. Nichtsdestotrotz ein cooles, solides System, was mir die letzten Jahre sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und da war ich natürlich mächtig gespannt, was die aktuelle Generation bildtechnisch so drauf hat. Ja, der hier, der UBK 80. Ein im Vergleich riesiges System. Ich stelle den hier mal darauf. Zack. Seht ihr schon die Größe, ne? Die Größenverhältnisse. Also der ist schon, wenn ich die jetzt hier so hinstelle, von der Tiefe her fast identisch alles. Der ist aber schon, der neue ist deutlich breiter. Das hat aber auch damit zu tun, weil das Netzteil in das Gehäuse mit eingebaut worden ist. Also dieser Player hat, wie sich das eigentlich meiner Meinung nach gehört, auch einen externen Netzanschluss, also einen Stecker. Hatte der ja nicht. Da hat er, wie gesagt, ein externes Netzteil. Das gefällt mir eigentlich nicht ganz so gut. Sehr minimalistisch das Ganze. Kommen wir gleich auf die Spezifikation zu sprechen. Bevor das aber losgeht, möchte ich noch mal ganz kurz sagen, Blu-rays, Ultra HD Blu-rays und was das alles gibt. Warum bin ich Freund der silbernen Scheibe? Weil es im Heimkino meiner Meinung nach keine Alternative dazu gibt. Jetzt werden viele sagen, boah, die Streamingdienste sind ja so toll. Es gibt ja Streamingdienste, die den Ton in Dolby Atmos raushauen und. Aber alles extrem komprimiert. Also komprimierter Sound, das ist so wie mit Dolby Digital 5.1 mit 448 kbps. Also da hört man schon den Unterschied zwischen Dolby Digital und zum Beispiel DTS mit 1500 kbps. Hört man deutlich raus. Und je hochwertiger die Lautsprecher sind und je hochwertiger auch der Receiver ist, desto extremer hört man auch die Unterschiede. Also stark komprimierte Formate bin ich kein großer Freund von. Und das ist ja bei den Streamingdiensten so. Obwohl man ja heute streamen kann in 4K-Qualität, und auch Dolby Atmos als Tonformat, aber eben halt runterkomprimiert und massiv runterkomprimiert. Also da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, wie weit das runterkomprimiert ist. Das ist wirklich brutal. Also ihr könnt es nur daran sehen, eine normale Blu-ray hat, da passt ein Film, also da ist ein Film drauf, der so um die 48 GB groß ist. Und bei einer Ultra HD Blu-ray, da geht das bis 90 GB. Und der Tonanteil davon ist, wenn das eine Dolby Atmos Spur ist, bis über 6 GB nur die Dolby Atmos Spur erreicht kein Streaming-Dienst. Noch nicht mal näherungsweise, und es wird auch die nächsten Jahre nicht möglich sein, die gleiche Qualität, dass ein Streaming-Dienst die gleiche Bild, aber insbesondere auch Tonqualität liefert wie eine Silberscheibe als Blu-ray, beziehungsweise also Full HD, beziehungsweise insbesondere Ultra HD. Tonal. Die Sachen sind alle verlustbehaftet und das hört man auch, wenn man das direkt nebeneinander oder miteinander vergleicht. Deswegen bin ich, wenn ich einen tollen Beamer habe, der wirklich Höchstleistung meiner Meinung nach bringt, deswegen bin ich eigentlich auch und jetzt auch den Den, der echt einen sauberen, klasse Ton hat. Der Onkyo Fire war auch geil. Da hat er auch verlustfrei. Also das zum Beispiel nennt sich das DTS HD, wie heißt das? Dolby Digital HD oder wie das heißt. Also diese ganzen verlustfreien Formate beherrschte schon der Onkyo und der Den natürlich erst recht. Ne? Also wirklich brutal, diese ganzen unkomprimierten, looseless Formate. Und wie gesagt, kein Streamingdienst kann da in irgendeiner Art und Weise gegen anstinken und auch die nächsten Jahre nicht. Deswegen bin ich ein Freund der physikalischen Scheibe. Also was auch noch hinzukommt ist, dass zum Beispiel bei den Streamingdiensten manchmal Filme, die man richtig geil findet, einfach aus dem Programm genommen werden. Also man macht sich bei diesen Streamingdiensten natürlich von dem Anbieter komplett abhängig. Und trinken wir mal ein bisschen Tritop, diesmal wieder Waldmeister. Man macht sich davon komplett abhängig und das finde ich scheiße. Ne? Also ich habe die Sachen hier und die kann ich benutzen und die kann ich so oft benutzen, wie ich sie will. Aus meinem eigenen Archiv, wenn ich da Bock drauf habe, dann gucke ich mir das an. Und wenn der Streamingdienst das rauslöscht, was in der letzten Zeit häufig der Fall ist, dass Streamingdienste einfach irgendwelche coolen Filme einfach entfernen aus irgendwelchen Gründen, lass das lizenzrechtliche Gründe sein oder sowas, hat man da die Arschkarte, dann gibt's den Film da nicht mehr. Also man ist immer auf die dezentrale Zulieferung angewiesen und man setzt sich sozusagen der Willkür dieses Unternehmens aus.
Und das hat man bei physikalischen Scheiben halt nicht, ne? Das ist wie wenn man seine Daten im Internet in eine Cloud, seine wichtigen Daten im Internet in eine Cloud reinpackt und der Cloud-Anbieter geht pleite. Dann sind die Daten weg. Dann war's das. Außerdem würde ich solche Sachen sowieso niemals aus der Hand geben, schon gar nicht in eine Cloud rein. Feuern, das machen ja heute viele. Sondern ich habe meine eigene Cloud. Deswegen habe ich unten auch einen 30 Terabyte NAS-Server laufen, um mich eben von diesem ganzen Unsinn komplett unabhängig zu machen. Also meine Daten bleiben in meiner Hand und genauso sieht es dann auch aus mit den Filmen, die in meiner Hand bleiben. Hier zum Beispiel Godzilla gegen Kong oder hier Black Widow oder Nobody und was es alles an geilen Filmen gibt, die auch tonal zum Teil richtig geil sind. Oder Twister in der Dolby Atmos-Abmischung. Oder zum Beispiel, was ich auch sehr geil fand, ist hier Justice League, der Snyder Cut in Dolby Atmos und sowas. Also, boah, brutal. Also richtig brutal. Kann kein Streaming-Dienst der Welt gegen anstinken. Ja, also mein alter Blu-ray-Player sollte ersetzt werden gegen einen anderen Blu-ray-Player. Das Ausschlusskriterium war erstmal, oder meine Kriterien an einem Blu-ray-Player sind gutes Bild. Also die Bildqualität muss top sein, was bei den Blu-ray-Playern oder Ultra-HD-Blu-ray-Playern ja generell der Fall ist. Egal welchen man kauft, kann man auch zum günstigsten greifen, in Anführungszeichen zum günstigsten. Und tonal soll er natürlich toll sein. Gut, beherrschen sie auch alle mittlerweile. Bild und Ton gibt es da soweit keine Probleme. Wobei bei dem Bild hier bei schnellen Bewegungen hatte, das ist hier wirklich unter 100 Euro gewesen. Hat aber lange gehalten, hält immer noch. Da merkt man schon so ein bisschen das Alter. Weil ich habe das natürlich verglichen mit dem neuen und war schon so ein bisschen erstaunt. Also der neue ist bildtechnisch deutlich stimmiger und auch bei diesen schnellen Bewegungen hat er keine Probleme mehr. Also wirklich verrückt. Und das ist, wie gesagt, der LG UBK 80 von Amazon. Ja, also hier ist das noch so, das ganze Ding ist aus Metall. Das ist alles Metall. Das hier oben ist Metall, das hier unten ist Metall und innen drin ist die Elektronik. Ja, heute wird ja gespart und er hat auch noch der alte hier, der BD325, der hat, hier ist da seine Lade, hier steht da sogar noch drauf, 3D, seht ihr, und hat noch ein Display. Heute sparen die Hersteller bei allen möglichen Komponenten, das geht schon los, beim Gehäuse. Es sieht zwar aus wie Metall, das schwarze hier oben, es ist kein Metall, es ist Kunststoff. Und ein LCD-Display hat er auch nicht mehr. Da hat nur noch zwei Leuchtdioden hier vorne. Einmal rot und einmal grün. Grün für an und rot für aus, hätte ich was gesagt. Also für Standby, ne? Ja, also zwei LEDs und das war's im Grunde genommen. Und hat er natürlich nur vier Tasten und einen USB-Anschluss. Ja, es ist, wie gesagt, das Modell UBK, ja, UBK 80. Und ihr seht es auch hier hinten auf der Rückseite. Modell UBK 80 steht hier auch drauf in den ganzen Features. Und ihr seht hier hinten schon an der, was das Ding hat und was es nicht hat. Also es hat viel Gehäuse und wenig Anschlussmöglichkeiten. Gehen wir mal die einzelnen Anschlussmöglichkeiten durch. Hier haben wir einen Ethernet-Port. Hier haben wir einen, das müsste HDMI sein. Ich sehe das so schlecht. Okay. HDMI-Anschluss, klar, hat ja jeder Blu-ray-Player. Und dann haben wir nochmal einen optischen Ausgang. Ja, und das war's dann auch schon. Ja, das zeige ich nicht. Drei Anschlüsse. Ethernet braucht man im Grunde genommen auch nicht mehr, sondern Ethernet braucht man im Grunde genommen nur noch für Firmware-Updates, falls es mal ein neues Firmware-Update gibt. Damals war Ethernet, damit man den Blu-ray-Player ins Internet bringt, auch dafür da, aktive Inhalte, zum Beispiel von Blu-rays, die Filmfirmen zusätzlich angeboten haben, abzuspielen. Das ist mittlerweile komplett gestorben, das machen die überhaupt nicht mehr. Also man braucht einen Ethernet-Port an so einen Blu-ray-Player nur noch wirklich für Firmware-Updates. Wobei man die natürlich auch per USB nachfüttern kann, im Zweifel. Aber das geht dann natürlich schön einfach. Dann schließt man das Teil per Ethernet ans Internet an und sagt quasi, überprüfe die Firmware. Und dann sagt er, hab eine neue Firmware gefunden, soll ich die flashen? Dann flasht er die, also dann aktualisiert er sie und dann fertig. Ansonsten brauchen wir USB gar nicht mehr. Und dann haben wir hier eben, wie gesagt, den HDMI-Eingang, 4K HDMI und den optischen Ausgang. Das war's. Was hat der Alte an Schnittstellen, mein altes günstiges Gerät, hat auch nicht unbedingt viel mehr. Ja, Stromzuführung, klar. Ethernet hat er auch. Das ist genau HDMI. Und da hat er noch einen koaxialen Digitalausgang. Und er hört schon auf. Also er hat keinen optischen Ausgang. Das ist so ungefähr, im Grunde genommen ist es ähnlich. Da ist auch nicht viel dran an dem Teil. Und hier vorne hat er eben noch zwei Knöpfe. Einmal auf, zu und an, aus.
mehr war da auch nicht dran an dem Teil. Und von daher fiel mir das eigentlich relativ leicht zu wechseln. Ich habe erstmal geguckt, was gibt's da so an Blu-ray-Playern. Wie gesagt, es gibt noch reine Blu-ray-Player. Aber für kaum mehr Geld kriegt man dann schon Ultra-HD-Blu-ray-Player. Und dann dachte ich mir, weißt du was, dann nimmst du einen Ultra-HD-Blu-ray-Player, der spielt natürlich auch alle normalen herkömmlichen Blu-rays problemlos ab. Und wie gesagt, der LG OBK 80, da war ich natürlich gespannt, taucht da was? Ja, also ich würde dieses Video nicht machen, wenn da nichts taucht. Es ist ein Ultra-HD Blu-ray-Player, klar, mit voller 4K-Auflösung. Also die Ultra-HD Blu-rays kann man da drin auch abspielen, klar. Hat HDR 10, kann abspielen auch normale Blu-rays und DVDs. Und vor allen Dingen kann auch 3D Blu-rays, das war mir eben wichtig, das fällt auch bei immer mehr Herstellern, das 3D ist ja eigentlich schon lange Geschichte, also immer mehr Blu-ray-Player oder Ultra-HD Blu-ray-Player, die haben keine, sind nicht mehr 3D-fähig. Der ist es noch. Also LG bleibt dem 3D zumindest im Player-Segment treu, zum Glück. Das war für mich wichtig, sonst hätte ich mir keinen geholt. Er wiegt 1,8 Kilo und hat eine Größe, jetzt das sind die Abmaße, hat eine Größe von 403, also 43 cm ist das Ding hier in der Breite. Das ist schon ganz schöner Klotz, aber dafür flach halt. Er ist 4,5 cm hoch. Im Grunde genommen so wie mein Alter. Von der Höhe her. Seht ihr? Kommt ungefähr hin. Ungefähr gleich. Und hat eine Tiefe von 200, also 20,5 cm. Hat mein Alter auch. Wenn ihr nochmal guckt, das kommt auch ungefähr hin. Der Alte ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen flacher. Ich das jetzt so beides nebeneinander halt. Lass mal schauen. Er ist sogar noch ein Tick flacher, der Alte. Kleine Ding. Also das ist eher so eine flache, große Flunder sozusagen. Die kann ich aber bei mir problemlos stellen. Überhaupt kein Problem. Jetzt hat mich natürlich interessiert, also gehen wir es mal weiter in den technischen Stand. Was kostet der bei Amazon gekauft? Der kostet 151,99 €. Finde ich nicht teuer für einen guten Ultra HD Blu-ray Player. Weil normaler Blu-ray Player, da liegt man ja auch schon immer so ungefähr bei 100. Den packt man nochmal 50 € drauf und dann ist man quasi für alle Standards, also auf 4K gewappnet. Er kann 4K hat einen 4K-Scaler drin, also sprich, wenn man eine normale Blu-ray reinpackt und schließt den Blu-ray-Player an einen 4K-Fernseher an oder an einen 4K-Beamer, dann hat er noch einen Scaler drin und wandelt das Material hoch auf 4K, genauso gut, aber auch runter. Wenn man zum Beispiel eine Ultra-HD Blu-ray in 4K abspielt, kann man, und man hat zum Beispiel nur einen HD Full-HD-Fernseher angeschlossen, dann wandelt er das natürlich auch runter. Also diese Wandlung findet statt in beide Richtungen, das ist schon mal gut. Bildqualitätstechnisch also wirklich toppy auf dem Niveau von allen anderen Blu-ray-Playern. Ob das nun 150 €, das ist ja eher die günstige Fraktion, der hat ja mal 230 €, damit ging er mal los letztes Jahr. 230 € lag er, jetzt kostet er nur noch 151, das ist echt ein Top-Preis, wie ich finde. Ja, also wo ich stehen geblieben, genau, bei der Bildqualität. Also die Bildqualität, wenn ich das vergleiche, der UBK 80 mit dem BD325, das ist schon ein sichtbarer Schritt nach vorne. Unter gleichen Bedingungen. Das ist schon echt ein sichtbarer Schritt nach vorne. Also wenn ich jetzt eine Blu-ray, ja, die ist nun sehr körnig, aber sagen wir mal hier, Godzilla Kong hat zum Beispiel eine sehr gute Bildqualität. Aber auch Black Widow hat eine sehr gute Bildqualität. Also wenn ich die beiden Dinger abspiele, also und miteinander vergleiche, muss ich ganz ehrlich sagen, der UBK 80 kann das besser als mein uraltes Ding, mein BD325. Also würde ich sagen, ist nicht dramatisch besser, aber es ist ein Quäntchen besser. Da merkt man dann schon so den technologischen Fortschritt. Also der zaubert schon eine tolle Bildqualität auf den Screen und da gibt's auch keine großen Unterschiede, ob euch ein Ultra-HD Blu-ray-Player holt für 150 €, behaupte ich mal so, oder einen für 400 € oder sogar noch teurer. Es geht ja bis über 1.000 € hoch bei den Kisten, je nach Anspruch. Wo man natürlich hier Abstriche machen muss, ist natürlich diese HDR-Sektion und Dolby Vision. Das kann der hier nicht. Also er hat HDR 10 eingebaut und er hört das auch schon auf. Ne? Und da hat man auch keine Eingriffsmöglichkeiten, das Ganze noch irgendwie umzukonfigurieren. Das kann man dann nicht. Ist aber auch nicht ganz so entscheidend, weil das kann man in der Regel ja dann im Fernseher machen. Solche Geschichten. Ne? Er hat eine sehr, sehr einfache Bedienung, kommen wir nachher noch zu, zeige ich euch noch. Hat einen 4K-Media-Player drin, sprich, man kann natürlich alle Medien
Man kann damit CDs abspielen, man kann damit DVDs abspielen, man kann damit Blu-rays abspielen und die Ultra HD Blu-rays, also alles was rund ist im Grunde genommen, kann man damit abspielen, bis auf zwei Sachen, die kann er nämlich nicht. SACD, also reine so eine Audio Spezial CDs, habe ich keine einzige von, kann er nicht, und DVD Audio, das kann er auch nicht, aber ansonsten kann der im Grunde genommen alles abspielen und auch hier vorne über die USB-Buchse, über den eingebauten Media Player spielt fast alle Formate ab. Also deutlich mehr als die alte Kiste hier. Also die alte Kiste hier sagt, bei vielen Formaten kenne ich nicht, komme ich nicht mehr klar, gibt womöglich nur das Bild aus, aber keinen Ton. Der macht hin und wieder mal Zicken, da merkt man auch, wie gesagt, das Alter. Bei dem hier habe ich noch nichts gehabt, was da nicht dran funktioniert. Also wirklich toll. Wenn man eine externe Festplatte anschließt an den USB oder eben an den USB einen USB-Stick, er spielt alles ab. Inklusive natürlich auch 4K-Material. Ist 3D-fähig, hatte ich schon erzählt. HDR10 hatte ich auch schon erzählt, beherrscht er natürlich, klar, für die Ultra-HD-Scheiben. Den gibt es auch noch als UBK, das ist ja der UBK 80, den gibt es auch noch als UBK 90. Und als UBK 90 wäre der noch bestückt sozusagen. Ich glaube, der hat sogar noch WLAN mit eingebaut. Ein WLAN-Modul noch mit eingebaut, meine ich. Nagelt mich dabei jetzt nicht drauf fest. Der kostet, glaube ich, 30 oder 40 Euro mehr. Und hat so eine Art Play Store, hätte ich fast gesagt. Also man kann Apps hinzu installieren. Also kann man zum Beispiel YouTube gucken oder so ein Zeug. Brauche ich alles nicht. Wie gesagt, ich habe einen speziellen, richtigen, zertifizierten, Google-zertifizierten Android-TV-Player. Mein, wie gesagt, Nikool. Also kann ich mir das alles schenken? Das wäre sonst alles doppelt gemoppelt. Ich müsste mich ja für irgendwas entscheiden. Dann würde ich immer den Nikool nehmen, weil der Nikool ist cool. Ne? Also ich brauche keine Apps, da muss ich nichts zu installieren. Der soll mir wirklich nur die Silberscheiben abspielen. Und wenn ich was per USB vielleicht mal schnell zufütter von vorne, dann soll der mir das auch ausgeben. Das macht er auch, also ganz wunderbar. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Wie gesagt, keine Apps sind möglich. Das habe ich mir aber bewusst so ausgesucht. Und er hat kein Display. Das finde ich echt ein großer Nachteil. Der zeigt mir hier, der hat hier zumindest ein kleines Display. Da ist man immer informiert, was der Player gerade so macht. Ich begrüße dann mit Hallo und sagt Tschüss, wenn man ihn ausmacht. Okay, das muss nicht unbedingt sein. Mach mal außen wieder an. Muss nicht unbedingt sein, dass der einen begrüßt und Tschüss sagt. Aber das Interessante ist natürlich, wenn man eine Blu-ray abspielt, ist man über das Display immer informiert, wo man gerade in der Spielzeit ist. Eine Stunde 15 oder sowas. Da weiß man immer Bescheid, wenn man mal zum Beispiel ausmacht oder sowas. Das fehlt ihm hier komplett. Der hat gar kein Display mehr. Das kann man aber in der Software anzeigen. Zeige ich euch nachher. Dann hauen wir mal eine Blu-ray rein und dann im Grunde genommen das gleiche auch wie bei dem hier. Man kann sich das anzeigen lassen, wo man da steht. Es ist ein bisschen umständlich, gerade wenn man Display gewohnt ist, da muss man drauf verzichten bei dem Teil. Das Ding hat wirklich nur die Lade, wo die CDs reinkommen, also wo die Silberscheiben reinkommen, vier Knöpfe, kommen wir auch gleich noch zu, und diesen USB-Port und einen eingebauten Media-Player, der zum Beispiel Musik abspielt, Bilder abspielt und auch alles, alle möglichen Formate, MKV und wie sie alle heißen, bis hoch zu 4K-Formaten abspielen kann. Das ist schon gut. Aber er hat, wie gesagt, kein Display. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das ist wirklich Trend, dass die eher einfachen Geräte, dass da gespart wird, auf Teufel komm raus und da wird das Display einfach wegrationalisiert. Es ist, wie es ist. Das finde ich aber nicht ganz so tragisch. Da gewöhnt man sich dran. Der Deckel, hatte ich auch schon gesagt, sieht aus, als wenn es Metall ist. Aber es ist Plastik. Woher weiß ich das, weil ich den gestern zerlegt habe? Kommt ja auch gleich noch zu. Warum ich ihn zerlegt habe, sage ich gleich noch. Tontechnisch, ja klar, er beherrscht natürlich genau das gleiche wie beim 325. Die Ausgabe im Bitstream, das ist natürlich der Bitstream ist natürlich das Format sozusagen der Wahl, dass es unverändert in den Receiver reingeschaufelt wird und der Receiver das quasi dekodiert. Man kann es natürlich auch im PCM umwandeln. Ne? Verbraucht. Genau das gleiche wie bei dem hier, um die 16 Watt an Strom und im Standby liegt er bei erfreulichen 0,3 Watt. Also man muss sich nicht vom Netz trennen, er zieht also im ausgeschalteten Zustand 0,3 Watt an Strom. Nun gucken wir uns mal die Fernbedienung an. Das ist die Fernbedienung des BD325, meines alten, und das ist die Fernbedienung des neuen. Die Fernbedienung ist ein bisschen kleiner geworden, aber wenn ihr genau hinguckt, seht ihr auch warum. Hier fehlen vier Tasten, und zwar hier die untere Sektion, Audio-Subtitle, das sind so die Sachen. Diese Tasten benutze ich relativ häufig, wenn ich zwischen den Audiospuren umschalte oder mal die Untertitel zu- oder abschalte. Fehlt die mir komplett. Kann man aber auch in den Player einstellen. Es ist halt ein bisschen umständlicher. Also es ist ein Schritt mehr als bei dieser Fernbedienung. Ich habe das auch schon probiert, dass ich dachte, vielleicht kann ich ja über
bei meiner Universalfernbedienung, bei meiner Sofa Beten, dass ich die Tasten von der Fernbedienung, dass die hier zwar fehlen, aber dass man das genauso steuern kann. Geht leider nicht. Habe ich ausprobiert. Funktioniert nicht. Also wirklich, das ist so, wie es ist. Es ist, wie es ist. Diese vier Tasten fehlen bei dem neuen Gerät. Auch da haben sie die wegrationalisiert. Finde ich ein bisschen schade, weil anstatt diese rot, grün, gelb und blau Tasten hätte ich mir da gerne gewünscht, dass ich noch eine Subtitle-Taste habe oder eben Subtitle und Audio. Eine Audio-Taste, wo ich sofort die Tonformate umschalten kann. Das geht hier auch, aber ist halt ein bisschen anders. Zeige ich euch nachher. Ansonsten ein solides System. Ich mache mal aus, wir schwenken mal runter und dann gucken wir uns den nochmal im Detail an. Meine lieben Freunde, damit ihr auch wisst, worum es hier eigentlich geht. Was alles bei lag. Ja, was lag alles bei? Na, okay, nicht unbedingt viel Safety-Information. Eine ja, Bedienungsanleitung und eine Garantieurkunde. Und das war's schon. Das ist der ganze Papierkram. Wenn man eine Bedienungsanleitung für das Gerät haben will, braucht man eigentlich nicht. Muss man sich aus dem Internet runterziehen. Habe ich auch gemacht mit dem Handy. Mal ganz kurz reingeguckt, aber so viel steht da eigentlich auch nicht drin. Und dann liegt dem Gerät natürlich noch bei ein HDMI-Kabel. Das war's. HDMI-Kabel, Fernbedienung und Gerät selbst. Mehr kriegt man nicht geliefert. Na gut, okay. Für 151,99 ist das meiner Meinung nach in Ordnung. So, jetzt mache ich mal aus. Wir schwenken mal runter und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal im Detail an. Ganz so viel gibt es zu diesem Player nicht zu sagen. Aber trotzdem möchte ich euch das nochmal im Detail zeigen. Kommen auf meine OP-Fläche. Ihr seht schon hier mein... Das Kunststoff ist auch ordentlich Fingertaps anfällig. Und sobald man hier raufkrabbelt mit seinen Schmierfingern, hat man hier sofort Flecken drauf. Die man so aber nicht sieht. Ja, das ist die Vorderseite. Hier ist eine Klappe, die ist einfach nur so federbelastet. Ja, kann ich die so aufmachen irgendwie? Die klappt hier so runter. Ja, kann ich sogar von Hand hier aufmachen. Damit ihr das seht, dass da nur eine Feder drin ist. Und das Laufwerk sozusagen diese Klappe mechanisch öffnet. Ja, hier kann man das so sehen. So. Hier sieht man das schon. Also da ist nur eine Feder drin und dahinter sitzt das Laufwerk. Das ist ein Sony-Laufwerk. Und dieses Laufwerk öffnet diese Klappe und wenn es wieder einfährt, schließt sich diese Klappe automatisch. Also nicht wirklich sensationell, aber ein gutes Laufwerk verbaut, das ist schon mal wichtig. Dann hat man hier vier Hardware-Tasten. Einmal Klappe auf und zu. Dann hat man hier einmal Play und Pause, wie ihr seht. Dann einmal Stopp und hier vorne ein und aus. Könnte man auch noch machen, aber man macht es in der Regel über die Fernbedienung. Da war natürlich jetzt für mich wichtig, wo sitzt hier der Infrarotempfänger auf diesem Gehäuse. Dazu habe ich den Player gestern zerlegt, da kommen wir aber gleich zu. Und ich kann es euch jetzt schon verraten, die Infrarotdiode sitzt hier. Dieser ganze Bereich, insbesondere wenn ich das jetzt ein bisschen schräg stelle, das kann man hier gar nicht sehen. Wirklich, na vielleicht doch ein bisschen erahnen, nee, kann man nicht. Aber ich habe ein Foto gemacht, wo man es besser sieht. Dieser Bereich hier vorne, der ist total transparent. Deswegen funktioniert auch die Steuerung, weil hier hinter ja die Infrarotdiode sitzt. Für mich natürlich eine wichtige Information, weil ich natürlich den Infrarotempfänger, weil wenn ich den benutze, den Player, ist natürlich die Leinwand im Weg und verdeckt den Player, also kann ich den Player nicht steuern. Das mache ich ja über mein Optoma-Funksystem und das Optoma-Funksystem besitzt ja auch die Möglichkeit, Fernbedienungskommandos über Transmitter, über Infrarot-Transmitter weiterzuleiten. Von meinem Beamer über Funk zu meinem Optoma-Funksystem und das wandelt das wieder um in Infrarotsignale und damit kann ich meine Geräte steuern. An meinem Den habe ich ja so einen Funktransmitter angeklebt und vor dem Player liegt dann 2 cm vor dem Player liegt auch so ein Transmitter. Davon liegen ja 3 Stück bei. So kann ich die Geräte auch steuern, wenn sie verdeckt sind oder im Schrank sitzen würden. Waren hier die 4 Tasten. Dann haben wir hier noch den USB-Port, wo man alles reinstecken kann. An Bildern, an Musik, an Videos, in den unterschiedlichsten Formaten, MP4, MKV, WMV, was das alles gibt, der spielt wirklich alles ab. Das ist das. Und hier ist noch so ein Logo hier draufgeklebt oder wie auch immer. LG-Logo. Das war die Oberseite, die Unterseite ist auch wenig spektakulär. Das ist einfach nur ja, ein Metallgehäuse. Schön finde ich hier die Gummifüße. Hatte der hier nicht. Hier musste ich von meinen, ich habe mich so Filzkleider draufgeklebt. Das war hier ein bisschen schlechter gelöst. Der hatte überhaupt keinen Schutz. Das hat der hier. Also der hat hier so 4 so Gummifüße, dass nichts zerkratzt wird. Ne? Von der Oberfläche, wenn man den an den Schrank stellt oder irgendwo raufstellt, dass das alles geschont wird. So, jetzt kommen wir zur Rückseite. Ja, die ist natürlich auch wenig spektakulär. Hier seht ihr das Typenschild. Wir gehen mal ein bisschen dichter ran.
Hier seht ihr das Typenschild. Bumm. Dann haben wir hier den LAN-Port. Klar, den brauchen wir einige überhaupt nicht, weil das Gerät nicht appfähig ist. Diesen LAN-Port bräuchte man höchstens, wenn man mal meint, dass man ein Firmware-Update einspielen will. Hier hat man seinen HDMI-Ausgang, seinen 4K-HDMI-Ausgang und hier hat man nochmal einen optischen Ausgang, also einen Toslink-Ausgang. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Ja, und dann hat man hier natürlich noch die ganzen Logos, DTS und was das alles kann und hat und hin und her und blau und blub. Mehr ist es nicht. So, das war der Player selbst. Hier seht ihr schon, hat ein Netzteil eingebaut mit normalen Stecker. Dann liegt dem Ganzen noch ein HDMI-Kabel bei. Dann ein bisschen Papierkram, also nicht weiter der Rede wert. Und dann hier die Fernbedienung. Die Fernbedienung besitzt hier eine, wird mit einer Batterie gespeist. Das ist das gleiche wie bei dem alten Modell. Wird auch mit einer Batterie gespeist. Das ist das 325, das ist mein alter Blu-ray Player und das ist der neue. So, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen dichter ran. Und ihr seht, das sieht ziemlich identisch aus. Fangen wir mal hier oben an. Oben Klos, die Taste sitzt hier in der Mitte, die sitzt dann hier vorne. Hier hat unseren Zahlenblock. Also im Grunde genommen viele diese Power für die Bedienung des Fernsehers, wenn man es ja möchte, hat man hier auch noch integriert. Das hat man hier nach unten gelegt. Ansonsten ist das Ganze hier vorne auch, was die blauen Tasten angeht, mit Skip und Vorschnellen, Vorspulen, Zurückspulen, Play, Pause, Stopp, ist eigentlich so ziemlich identisch. Und die wichtigen Tasten, die mir wichtig waren, war die Audio-Taste und die Subtitle-Taste. Repeat nicht unbedingt ganz so wichtig, aber diese beiden Tasten habe ich häufig benutzt. Die fehlen eben hier natürlich auch. Aber ansonsten seht ihr schon, man merkt, dass es eine Familie ist. LG ist dem Fernbedienungskonzept treu geblieben. Weitestgehend. Also fast identische Fernbedienung. Jo, meine Lieben, jetzt mache ich mal aus, dann gehen wir wieder in die Normalansicht. Peace, da sind wir wieder. Wunder der Technik. Also Fernbedienung, simpel. Player, auch simpel. Das ist wirklich nur Stecker rein, Scheibe rein und Feuer frei. Na klar. Und HDMI-Kabel natürlich anschließen. Zu den einzelnen Menüs kommen wir gleich noch. Wichtig war mir, wie gesagt, was ich vorhin schon erzählt habe, da hatte ich mich gefragt, ey Alter, wo liegt hier, wo steuert man, wo ist der Infrarotempfänger, wenn ich die Fernbedienung benutze und Feuer los. Also nicht die Fernbedienung, sondern hier meine Universalfernbedienung. Die habe ich übrigens auch schon umgestellt, wenn ihr die mal gucken wollt oder auch nicht. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Müsst ihr die eigentlich sehen können, ne? Da steht LG UBK80. War in der Datenbank auch sofort drin, brauchte ich gar nichts weiter machen, einfach hinzufügen, fertig. Ja, also wie gesagt, wenn ich mit der Fernbedienung oder eben meiner Sofa Beten das Ding steuere, wo muss ich meinen Transmitter im Beamer-Betrieb, wo muss ich meinen Transmitter ungefähr hinstellen, damit die Infrarotdiode getroffen werden kann. Dazu habe ich das Gerät auseinandergenommen. Es ist hinten nur mit drei Schrauben befestigt. 1, 2, 3, völlig simpel zu öffnen. Und da muss man das Gehäuse nach oben klappen, weil es hier unten verrastet worden ist über diese Punkte. Hier sitzen vom Gehäuse noch die Rastnippel drin und die sind ein bisschen angeschrägt. Das heißt also, der Trick dabei ist, hin die drei Schrauben zu lösen und den Gehäusedeckel sozusagen so nach oben wegzuklappen und dann zieht man ihn nach oben auf, das Ganze. Und dann liegt das Gerät nackt vor einem. So, dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und dieses Gerät, der UBK80, ist baugleich mit ganz, ganz vielen teureren Geräten von LG. Es gibt ja den UBK80, den UBK90 und hört ihr das, glaube ich, auf. Und dann hat LG mittlerweile eine neue, ich glaube, die 960er-Serie eingeführt. Und ich weiß nicht, 960, 970, die sind alle baugleich. Das ist einfach die 960er oder sowas. Die sind rebranded sozusagen, sagt man dazu. Das ist also das gleiche Gehäuse. Da haben sie nur den Kunststoffen hier oben ein anderes Logo verpasst. Das Gerät einfach umbenannt und die Innereien sind alle identisch. Das Laufwerk ist identisch, die Elektronik ist identisch und das Netzteil ist identisch. So bastelt man aus einem, ich kenne das auch von Hagenuck, so bastelt man aus einem, oder für den Markt bastelt man dann jedes Jahr oder alle 2 Jahre neue Gerätegenerationen, die sich von den Vorgängern null unterscheiden, weil sie einfach identisch sind. Unglaublich. Und verkauft sie natürlich dann teurer. Aber die Leute denken, oh, neues Modell muss automatisch besser sein. Ist genau das Gleiche. Deswegen, man sieht es hier auch schon, also viele Unterschiede in den neuen Jahren gibt es nicht. Also gute Sachen, die noch weiter zu verbessern, ist schwierig. Das sind dann alles Detailverbesserungen. Insbesondere beim Bild sieht man das aber hier.
Ja, wo liegt nun diese Infrarot-LED? Hatte ich ja gesagt, ich habe das Gehäuse abgenommen. Jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilder, wie aufgeräumt das Ganze ist. Ich blende das hier mal voll ein. Und da habe ich noch mal ein paar Fotos gemacht. Auf der linken Seite seht ihr das, wenn man davor sitzt, sozusagen, wenn man ihn jetzt sozusagen so aufklappt, also wenn man den direkt mit der Front vor sich stehen hat, sieht man hier vorne, klar, weil hier ist natürlich auch das Laufwerk, dieser Laufwerkschacht. Hier ist ein Laufwerk verbaut, das ist von Sony, also kein Schrott. Da haben die also ein hochwertiges Ultra-HD-Laufwerk, Ultra-HD-Blu-Ray-Laufwerk verbaut von der Firma Sony. Das Ganze ist auch in einen Metallrahmen eingebettet mit Gummipuffern versehen sozusagen. Also es ist mechanisch entkoppelt vom Rest des Gehäuses, weil bei diesen Geräten waren 2019, kam das glaube ich im Markt spät, im Jahr 2019, der erste Batch von den Geräten gab es massive Probleme, weil dieses Laufwerk Lärm gemacht hat, also quasi Schwingungen produziert hat und diese Schwingungen in das Gehäuse sozusagen direkt aufs Gehäuse übertragen worden sind und im Regal oder wo man das Ding halt stehen hatte, hat das einen Höllenlärm gemacht. Das haben die gelöst, indem sie das Laufwerk einfach entkoppelt haben. Also auch bei den neuen, braucht ihr keine Angst mehr haben, die sind so leise, also noch leiser, noch deutlich leiser als der. Und der ist nicht laut. Der ist schon ruhig, ne? Also der ist quasi überhaupt nicht zu hören. Den hört man nur dann, wenn man da eine Scheibe einpackt und die wird einmal hochgespindelt und initialisiert, dann hört man es einmal ganz kurz und dann ist das Ding wirklich super leise. Der linken Seite, ich blende das Bild nochmal ein, wie gesagt, das Sony-Laufwerk. In der Mitte oben seht ihr die grüne Platine und auf der grünen Platine, das ist die gesamte, ja, die ganze Logik, das Gehirn sozusagen des Gerätes, da läuft die Software drauf, da wird die Bildbearbeitung gemacht und, und. Und unten diese gelbliche Platine, das ist die Netzwerkplatine, also mit einem, wie sagt man dazu, glaube ich, Primäreingang und Sekundärausgang, irgendwie so heißt das, glaube ich. Also wo aus den 220 Volt, ich nehme an, 12 Volt gemacht werden, um die ganze Elektronik da zu betreiben. Alles sehr, sehr sauber aufgebaut, wie man es von LG kennt. Also ordentlich und vernünftig. Also kein Wuster drin. Das Ding sieht, ich meine, man hat auch genug Platz in dem Teil, ne? Also da war es nicht unbedingt schwierig, das Ganze sauber aufzubauen. Also von Aufbau her finde ich wirklich gelungen. Sehr, sehr sauber und sehr logisch alles aufgebaut und vernünftig verarbeitet. Das ist schon mal klasse. Und dann sieht man eben, wie gesagt, hier vorne, in dem Bereich, wo diese vier Hardware-Tasten sind, sieht man auf der linken Seite, sieht man die Infrarot-Empfängerdiode, die mit so einem kleinen Kreuz versehen, so einem kleinen Metallkreuz noch oben drauf. Blende ich euch mal ein, ich mache da auch nochmal einen Pfeil hin, damit ihr wisst, was diese Diode ist. Die sitzt ungefähr, wenn ich das jetzt nochmal zeige, sitzt sie ungefähr hier in diesem Bereich. Ja, wie kann jetzt durch dieses schwarze Gehäuse, wie kommen da jetzt Signale durch, gerade Infrarotlicht? Ja, weil dieses schwarze Gehäuse ist gar nicht schwarz, in diesem Bereich ist es teiltransparent. Und das ist mir aufgefallen, wo ich das Gehäuse abhatte und so schräg hingehalten habe. Ich habe da mal ein Foto von gemacht und in dem Foto könnt ihr das ganz gut sehen, dass das so teiltransparent gestaltet ist. Weil wenn man ihn hier so nimmt, denkt man, das ist alles schwarz und das ist alles ein Kunststoff sozusagen, eine Kunststofffront. Ist es nämlich nicht, weil hier vorne gibt es sozusagen so eine Art Aussparung. Das haben die ganz clever gelöst. Ja, und damit ist natürlich dann auch für mich gefunden, wo muss ich jetzt meinen Transmitter hinbauen, damit ich ihn beim Leinwandbetrieb, wenn alles abgedeckt ist, trotzdem noch fernsteuern kann. Genauso wie meine Anlage und alle meine anderen Geräte. Jo, also Problem auch gelöst. Jetzt war natürlich die Frage, laber, könnt ihr doch. Jetzt war natürlich die Frage, das Video wird nicht mehr ganz so lang, keine Panik. Jetzt war natürlich die Frage, wo ich ihn hier damals neu hatte. Ist die Bildqualität genauso wie bei meinem BD325? Das ist ja nur ein reiner Blu-ray-Player und kein Ultra-HD-Blu-ray-Player. Aber natürlich mit einer normalen Blu-ray. Und hier und in dem neuen im Wechsel verglichen, gibt es da einen Unterschied. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es gibt einen sichtbaren Unterschied. Ich hatte das vorhin schon angerissen, ganz am Anfang. Bei ganz, ganz schnellen Bewegungen hier, also wenn er wirklich viel im Bild los ist, also wenn er richtig die Post abgeht oder Personen schnell durchs Bild laufen oder sowas, dann sieht man hinter den Personen hin und wieder mal digitale Artefakte. Also dann hat der hier Probleme. Das sind ganz spezielle Szenen, ganz spezielle Situationen, wo ich das dann auch sehe. Und ich bin da ja so ein bisschen kritisch bei solchen Sachen und auch pingelig. Und das ist mir sofort aufgefallen. Aber man akzeptiert es irgendwann. Dann sagt man, okay, dann ist es halt bei ein paar Szenen so. Aber schön war es nicht. Das hat dieser hier überhaupt nicht mehr. Das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Das fiel mir sofort auf, dass der hier
in keiner Situation außer Kontrolle gerät. Also der hat wahrscheinlich, das hat wahrscheinlich mit der Rechenleistung zu tun. Der hat wahrscheinlich so viel Rechenleistung da verbaut, dass dass den das einfach nicht juckt. Egal, was da in dem Bild momentan los ist, das kriegt er alles sauber dekodiert und zusammengefummelt. Das Bild an sich vom Bildeindruck ist minimal besser als das hier. Das ist schon klasse. Also da bin ich nicht unzufrieden mit dem Teil. Der macht ja auch hier 24p, macht der andere auch hier. Ne? Also das ist ja alles Standard sozusagen. Ne? Also echtes 24p, da wird nicht gemauschelt und geschummelt oder sowas. Also der gibt das alles so aus, wie es ist. Oder 50 Hertz oder so. Aber auf 24 Hertz sind ja die Blu-rays in der Regel verwurstet. Gibt der und auch die Ultra HD Blu-rays gibt der sauber und richtig aus. Der hier und der Neue natürlich erst recht. Und der Neue macht das, was der schon prima konnte, noch einen Tick besser. Mir gefällt die gesamte Farbstimmung ein Tick besser als bei dem Alten. Also das ganze Bild sieht noch mehr auf den Punkt aus. Das ist knackscharf. Da ist also alles auf den Punkt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also noch homogener. Es wirkt homogener als hier. Gerade wenn auch viel Bewegung im Bild sind. Aber auch bei ruhigen Szenen sieht man das. Also man sieht schon einen Unterschied. Der ist nicht brachial, aber man sieht es. Also man merkt schon, dass die Technologie knapp 10 Jahre weiter fortgeschritten ist. Dass das Gerät technologisch 10 Jahre weiter ist. Also was der aus der Blu-ray rauskitzelt, aber auch aus einer Ultra-HD-Scheibe, das ist der Knall. Das habe ich unten ausprobiert am Samsung. Ey, das haut einen schon weg. Das ist richtig gut. Aber für mich ist jetzt hier wichtig, ich bin Full-HD-Fan und 4K macht für mich im Grunde genommen keinen großen Sinn bei diesen Betrachtungsabständen. Und es ist was anderes bei dem Riesenteil, bei dem Riesen-Samsung. Aber hier oben macht es keinen Sinn, ob ich hier vorne einen 106er habe, der Full-HD kann oder 4K oder 8K, weil ich sehe einfach nicht, egal welchen Fernseher ich hier stehen hätte, ich sehe einfach nicht den Unterschied. HDR könnte noch der Unterschied sein, aber bei HDR stört mich halt eben, dass mir das alles zu gedämpft ist. Also ich bastel schon gerne so ein bisschen knackiger. Deswegen habe ich oben auch mit meinem Beamer kaum Probleme. Ich mag diesen HDR-Kram nicht. Es gibt Leute, die stehen da drauf. Ich habe da ein Problem mit diesem HDR-Material. Mir gefällt das HDR-Material nicht. Das 4K-HDR-Material. Ich komme da einfach nicht mehr klar. Wahrscheinlich, weil ich das normale 8-Bit-Bild sozusagen gewohnt bin. Und was der aus den Blu-rays hier rauszaubert, das ist also fantastisch. Ne? Das ist also richtig gut. Genauso natürlich auch aus den Ultra-HD-Scheiben. Aber wie gesagt, um das Ganze vergleichen zu können, muss ich natürlich eine Blu-ray hier testen und die gleiche Blu-ray dann in dem neuen testen. Also im Wechsel sozusagen. Und mir ist eben aufgefallen, der neue kann es besser. Die Farben, würde ich sagen, sind nicht gesättigter, sie sind homogener. In der Fläche her sind sie noch homogener als bei dem alten System. Da sind sie nicht ganz, hin und wieder nicht ganz so homogen. Das kriegt er hier wesentlich besser hin. Also die ganze Signalverarbeitung ist hier wesentlich besser. Also bin ich sehr, sehr zufrieden. Von der Bildqualität toppi. So, nun kommen wir mal zu dem Bedienkonzept. Ja, da fühle ich mich natürlich gleich zu Hause. Wenn die Fernbedienungen schon ziemlich identisch sind, habe ich keine großen Überraschungen in der generellen Menüstruktur erlebt. Das kam mir alles sehr, sehr bekannt vor. Ein bisschen optisch hat sich das Ganze, möchte ich euch auch gleich zeigen, optisch hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Aber ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede, was die einzelnen Menüpunkte angeht. Also das war schon bei dem alten Player war das schon sehr, sehr gut und sehr, es war alles da, wo es sein sollte und war einfach zu bedienen. Und es ist bei dem neuen auch nicht viel anders und fast identisch. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch das jetzt. Also ich werde den Player jetzt hier vorne mal wieder ins Regal reinpacken und dann wollen wir mal versuchen, das Ganze vom Fernseher mal ein bisschen abzufilmen und dann gehe ich mal mit euch da durch diese Menüstruktur durch und zeige euch den Player mal sozusagen in Aktion, in Anführungszeichen, was die Menüs angeht. Also simpel und gut das Teil und für kleines Geld, für echt kleines Geld. Ja, die meisten von euch wird, na gut, doch die Enthusiasten, also die Leute, die auf Qualität stehen, die werden immer noch mit Scheiben rumtüdeln. Die würden dieses Video auch gar nicht gucken. Aber den Leuten, die Qualität wichtig ist, um die Silberscheiben kommt man einfach nicht rum. Ich hatte es ja vorhin gesagt, vom Bild her würde ich sagen, gibt's auch das, also da sind die Streaming-Dienste schon echt gut.
aber tonmäßig, das haben die einfach nicht drauf. Das können die noch nicht. Das können die auch technisch nicht. Und das ist eben der große Vorteil, ne? Was die Blu-ray angeht, aber auch die Ultra HD mit Dolby Atmos und sowas, das ist alles, was die streamen können. Das ist alles komprimiert und klingt letztendlich alles scheiße im direkten Vergleich. Wenn ihr einmal so ein Teil im Einsatz hattet und habt eine Blu-ray reingepackt mit Dolby Atmos, das vergleicht mal, könnt ihr machen, dass, wenn ihr denn so einen Player haben solltet, oder allgemein irgendein Blu-ray-Player, leiht euch da mal einen aus und das vergleicht mal mit dem Kram, den ihr euch streamt. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wirklich toll. Dazu braucht man natürlich vernünftige Lautsprecher. Also würde ich sagen, jeder, der so ein kleines Heimkino betreibt, so wie ich, das Heimkino finde ich schon fast ein bisschen übertrieben, aber jeder, ja, obwohl mit dem Beamer und so, jeder, der ein halbwegs vernünftiges Setup zu Hause hat, der wird das locker raushören. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und deswegen, wie gesagt, ist für mich sind diese Blu-ray-Player oder Ultra-HD Blu-ray-Player alternativlos. Es gibt nichts, es gibt kein System, was das besser könnte. Noch nicht. Und bei den Streaming-Diensten wird das auch noch über Jahre so bleiben, dass das halt eben runterkomprimiert wird, was man dann nachher letztendlich auch hört. So, ich schließe jetzt das mal an und dann zeige ich euch mal das Menüsystem. Ich hatte schon gesagt, der kostet bei Amazon 151,99. Der war vor anderthalb Jahren war der bei über 240 Euro. Ich glaube, da lag die unverbindliche Preisempfehlung. 240 Euro für 151, das ist natürlich ein Deal, ne? Jo. Also, ich docke ihn mal an und dann schauen wir uns das mal an, das Bild. Also nicht das Bild, also die Menüs, das muss ich euch auch noch zeigen, damit das Ganze eine runde Geschichte wird. Und dann kommen wir zum Fazit. Aber ich will noch nicht vorgreifen, wer weiß, wie lange das jetzt gleich dauert, ne? Also haltet durch, meine Lieben, bis gleich. So, nun sind wir hier in dem Menü von dem Teil. Spielfilm, das ist, wenn man also quasi eine Blu-ray oder eine Ultra-HD Blu-ray eingelegt hat. Foto, da kann man sich Fotos angucken, Musik kann man sich Musik angucken. Und dann kommen wir noch in die Einstellung, das machen wir als allererstes. Ja, das kommt uns doch sehr bekannt vor, oder auch nicht. Also mir kommt es sehr bekannt vor, und zwar haben wir einmal Netzwerk. Wenn man Netzwerkkabel anschließt, kann man da die Verbindungseinstellung einstellen. Habe ich jetzt nicht angesteckt. Das ist einfach nur einstecken und dann läuft das. Unter Anzeige, das seht ihr, kann man einstellen 16:9 Original und dann kann man noch Vollbild und hin und her. Das ist einfach 16:9 Auflösung, soll automatisch eingestellt werden. Kann man natürlich einstellen bis 4K, also forcen sozusagen. Last auf Auto, passt das auch schon, Anzeigemodus, 24 Bilder und 50 Hertz. HDMI Farbraumeinstellung kann man YCB, CR und RGB, dann nehmen wir das erste natürlich. 3D-Modus ein für 3D Blu-rays. Kann natürlich auch 3D Blu-rays 2D ausgeben, indem man hier 3D ausschaltet. Und Hauptmenü ein, das wäre unter Anzeige. Upsala, das wäre unter Anzeige. Jetzt gehen wir in Sprache. Klar, habe ich alles auf Deutsch gestellt. Dann gehen wir auf Audio. Audio Digitalausgang. Kann man einmal auf PCM umstellen oder DTS Neukodierung. Lasst es auf Auto, dann passt das schon. Sampling Frequenz 48 kHz habe ich hier genommen für den Ausgang. Und DRC sollte man ausgeschaltet lassen, weil das verwurstet einen, sonst versaut einem einfach nur den Ton, wenn man das eingestellt hat. Sperre, hier kann man auch Alterseinstufungen, hier Alterssperren eingeben, damit die Kinder da nicht noch rumfummeln. Und eine weitere, automatisches Ausschalten, dass er nach 15 Minuten schaltet er, glaube ich, automatisch aus. Initialisieren, rück, also das bedeutet zurückstellen auf Werkseinstellung. Seht ihr hier? Mache ich nicht. Software, da wird einem hier die Softwareversion angezeigt, die gerade in dem Player drin ist. Nutzervereinbarung brauchen wir nicht weiter reingehen, das ist einfach nur bla 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 bla, dass man das zustimmt. Dazu muss ich jetzt alle 24 Seiten abklopfen hier. Das nervt ein bisschen. Alle einzeln antippen. So, und dann kann ich hier auf OK gehen und bumm, ist man damit dann auch durch. Und das waren die gesamten Einstellungen. Völlig simpel. Also im Grunde genommen genau das gleiche wie bei meinem anderen Player auch. Ja. So. Das war die Geschichte. Der kann man natürlich noch auf dem USB-Stick gehen. Hier, wenn man auf Film geht, kann man, wenn man hier raufklickt auf Film, wenn jetzt eine Blu-ray drin wäre, würde die Blu-ray abspielen. Hier hat er jetzt gerade auf meinen USB-Stick zugegriffen und da habe ich auch ein paar Sachen drauf. Was nehmen wir denn da mal? Das sieht ganz nett aus hier.
So, und dann kann ich jetzt, wenn ich jetzt auf Info klicke, unten auf Titel klicken und dann sieht man, was das jetzt ist. Das ist jetzt hier 4K-Material mit einer Laufzeit von 1 Minute 30 von LG. Ja, das sieht natürlich bei euch anders aus. Also hier sieht das auch anders aus. Weil das natürlich jetzt mit meiner Kamera abgefilmt ist, na, ist klar, ne? Jo, also spielt er ab, 4K-Material, Dolby Atmos, was ist das? Also. Ja, einfach irgendwelches Demo-Zeug, ne? Was ist das? Das ist mein 3D-Bumper, ne? Ja. Das ist ein Dolby Digital 5.1. Das habe ich auch als 3D-Variante, als echte 3D-Variante. So, was haben wir dann noch? Samsung. Mal gucken. Das ist auch 4K-Source, ne? Also das ist schon richtig gut, das Bild. Eine Geschichte möchte ich euch da nicht vorenthalten. Ich mache hier mal Pause. Und zwar, wenn ich wieder ins Testmenü gehe, gehe wieder einen raus, noch einen raus. Eine Sache habe ich euch gar nicht gezeigt, die habe ich euch quasi vorenthalten. So, nun will ich euch das nochmal zeigen hier. Ich gehe mal hier auf Pause. Und wenn ihr jetzt die Infotaste drückt, dann habt ihr ja verschiedene Geschichten. Einmal eben, was für Material das ist. Gehe ich wieder mit auf Schließen. Und dann habt ihr unten noch Optionen. Und wenn ihr auf Optionen geht, dann seht ihr zum Beispiel das, was man sonst immer im Display sieht, wo man da jetzt gerade ist. Erstmal das, welche Titel das ist, welche Tonspur das ist und. Und dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, auch das Bild Einfluss zu nehmen. Und zwar einmal Standard. Bildeinstellung, seht ihr jetzt schon, dass sich das Bild verändert. Halte ich persönlich nicht ganz so viel von. Spielfilm und. Das sind so eine Presets, die Auswirkungen auf das Bild haben. Stellt es, also das ist jetzt meine Erfahrung, stellt es auf neutral, also auf Standard. Und wenn ihr Benutzereinstellungen, könnt ihr dann auch noch den Kontrast verändern, die Helligkeit verändern, Farbe verändern und die Schärfe noch ein bisschen Einfluss nehmen. Ich würde das immer auf Standard lassen. Lasst das alles auf Standard, dann passt das schon. Also alles auf 0. Ändert da Upsala, ändert da gar nichts. So, mit rechts und links, wie gesagt, kann man das verändern. Würde ich nicht machen. Lasst es auf Standard und wenn ihr es verändern wollt, unbedingt, dann drückt ihr da bei Standard einfach nur noch ein weiter auf Benutzereinstellung. Genau, das ist nämlich, jetzt kommt wieder Standard nach links. Benutzereinstellung und bei Benutzereinstellung hat man die Möglichkeit, noch Einfluss auf das Bild zu nehmen. Macht es nicht. Weil das Problem ist auch, wenn ihr euer Bild für euren Beamer zum Beispiel kalibriert habt, auf irgendein Gerät, in der Regel wird es wahrscheinlich der Blu-ray-Player sein oder der Ultra-HD-Player, wenn ihr da jetzt Veränderungen durchführt, dann verändert ihr natürlich auch eure Kalibrierung am Beamer, weil ihr das zugespielte Material natürlich verändert, von den Farben, von den Helligkeitswerten und. Würde ich nicht machen, immer neutral lassen und dann die Einstellung im Beamer vornehmen, dass das möglichst neutral zu eurem Beamer wandert, das Bild, ne? Ohne dass da rumgeforscht wird im Bild. Das ist, würde ich sagen, die nützlichste Einstellung überhaupt. So, jetzt gehen wir wieder auf Play. Und dann kann man natürlich, wenn man auf Info klickt, auch noch unten sehen, wo ist man da eigentlich? Das sieht man unten links. Also da, wo mein Finger ist hier. Hier unten links seht ihr quasi, wie weit bin ich da? Ich mache mal Ton wieder an, damit das verschwindet.
So. Das ist leiser. So, wenn ich jetzt auf Info gehe, dann seht ihr dann quasi, wenn man wissen will, wo bin ich jetzt in dem Video. Ich scroll nochmal wieder zurück. Oder ich starte es nochmal neu. Dann starte jetzt das nächste, ne? Genau. So, wenn ich jetzt wissen will, wo bin ich in dem Video, drückt man einfach auf den Info-Knopf und dann sieht man unten links, aha, ich bin jetzt bei Timecode 00014, also Sekunde 15, ne? Diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Also, das ist quasi, das ersetzt sozusagen das Display, was an dem Player eben nicht vorhanden ist. Also, so kann man auch immer jederzeit rausfinden, auf Tastendruck, wo bin ich jetzt eigentlich, ne? Dann wird das halt eingeblendet, Sekunde 34 sind wir jetzt, ne? Jo, ich mach jetzt mal aus. Und das war die Bedienung sozusagen von dem Ultra HD LG Player. Also der spielt echt alles ab. Also ganz, ganz wunderbar. Ich baue hier mal wieder alles um, mache das Licht wieder an und dann melde ich mich gleich wieder. Ja, erfüllt der Player alles das, was ich mir von einem Blu-ray Player oder Ultra HD Blu-ray Player erwartet habe. Ja, mehr, also meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen, weil der ist einfach runder und stimmiger. Das Einzige, wie gesagt, was mich hier nervt, ist das fehlende Display, was aber nicht so schlimm ist, wenn man diese Info-Taste hier drückt, hier vorne unten, einmal Info, beziehungsweise hier auf meiner Fernbedienung die Info-Taste drückt, dann ist das Problem ausgestanden, weil er es einfach einblendet, wo er ist. Ne? Aber es wäre natürlich schöner, wenn man auch noch so eine visuelle Kontrolle hätte, so wie es bei meinem alten Player der Fall war. Aber okay, da gewöhnt man sich auch dran. Also damit kann ich leben. Die Vorteile überwiegen. Also wirklich tolles Bild. Er fehlt alles, spielt alles an 4K-Material ab. An Full-HD-Material, das skaliert er nach oben auf 4K. 4K-Material skaliert er nach unten auf Full-HD. Also echt flexibel. Von der Einstellerei habt ihr gesehen, ziemlich simpel. Und ja, ziemlich einfach der ganze Kram. Da gibt es wenig zu beachten. Stellt auch Bitstream den Ton, den digitalen Ausgang oder vielmehr, wie das über das HDMI-Kabel wandern soll, auch über Bitstream zum Receiver, dann macht ihr alles richtig. Und was war da noch zu beachten? Genau. Und fummelt da nicht an den Bildeinstellungen, was ich euch jetzt ganz zum Schluss gezeigt habe, dass ihr da Veränderungen durchführt, weil wenn ihr eine Kalibrierung am Beamer durchführt, nimmt immer euer hochwertigstes Gerät, und das ist in der Regel euer Blu-ray oder Ultra-HD-Player, in neutralen Einstellungen, also wo ihr das Bild nicht weiter verwurstet, und achtet auch darauf, dass euer Denn das Bild auch nicht verändert in irgendeiner Art und Weise. Lasst den Denn auch neutral. Denkt an meine Einstellung, wo ich das euch das gezeigt habe, dass der Denn da nicht zu viel am Bild rum manipuliert oder am besten gar nichts rum manipuliert, dass das Bild, so wie es aus dem Player rauskommt, zum Beamer kommt. Und mit dieser Basisinformation, mit dieser neutralen Basisinformation, damit kalibriert ihr euren Beamer. Und dann seid ihr im Grunde genommen immer richtig davor. Dann habt ihr also wirklich das optimalste Ergebnis, was man haben kann. Und so kalibriert ihr auch bitte euren Fernseher. Ändert da nichts am Anfang der Kette, sondern ändert, wenn ihr was verändert, immer am Ende der Kette. Zum Beispiel an eurem Fernseher, da wird es eingestellt, und in eurem Beamer. Nicht im Blu-ray Player. Das Bild wird nicht im Blu-ray Player eingestellt und wird auch nicht im Receiver eingestellt. Merkt euch das. Das ist jetzt ein Befehl vom Perle. Fummelt da nicht dran rum, weil sonst versaut ihr euch eure gesamte Kette. Na, wenn ihr es dann schon am Anfang vermurkst, dann müsst ihr nachher am Ende zusehen, dass ihr das Vermurkste, was ihr am Anfang reingemurkst habt, wieder irgendwie kompensiert. Na, und das ist manchmal gar nicht möglich. Deswegen gar nichts vermurksen, sondern das Bild, so wie es rauskommt, direkt zum Endgerät geben und das Endgerät kalibrieren. Das ist der richtige Weg. Ja, hier ist mein USB-Stick, davon habe ich jetzt alles abgespielt. Ich habe mir jetzt geschenkt, meine Scheibe einzulegen. Das funktioniert natürlich genauso unproblematisch und wie man es kennt von jedem anderen Blu-ray-Player. Also ich bin echt zufrieden mit dem Teil. Ne? Die sind beide gut. Aber wenn ich jetzt wählen könnte, wenn ich jetzt die Wahl hätte, wenn man mir jetzt sagen würde, Perle, nimm das bessere Gerät von beiden, dann würde ich das zur Seite legen. Das bessere Gerät ist einfach der LG UBK80. Ein tolles Gerät, schön leise. Also er ist unhörbar, also wirklich ganz toll. Da ist der hier doch lauter, also der surrt schon doch mal hin und wieder vor sich hin. Also den kann man hören mitunter, den hört man überhaupt nicht. Der ist so leise, das ist also wirklich phänomenal und der gefällt mir ausgezeichnet. Also ihr macht mit dem Kauf, wenn ihr sowas haben wollt, mit dem Kauf für 151 Euro, macht ihr nicht, also ja, 151,99 Euro, macht ihr nicht unbedingt viel falsch. Ja, das ist die Botschaft dieses Videos.
kauft euch, wenn ihr das denn mögt, kauft euch eure Silberscheiben und dann habt ihr die, und das vergleicht einfach mal mit dem, was ihr streamt, dann merkt ihr einen massiven Unterschied, auch tonal. Ne? Na gut, wenn ihr natürlich einen Film habt, der eine blöde Tonspur hat, ja gut, wenn das schon von Haus aus schlecht produziert ist, dann wird man da auch nichts mehr reißen können. Aber fast alle Filme mittlerweile, ich würde mal sagen, so die letzten 15 Jahre, fast alle Filme sind relativ anständig produziert. Klar, gibt auch ein paar Ausreißer, aber ansonsten, was da an Sound aus den Scheiben kommt, also da platzen euch die Eier. Ne? Also streamen kann man auch, das ist auch okay, das hört sich auch gut an. Aber wenn ihr wirklich die volle Güte haben wollt, kommt ihr eben, wie gesagt, nicht um so ein Ding, ich wiederhole mich, kommt ihr um so ein Ding nicht rum. Deswegen mache ich Werbung für diese Teile. Sie kommen so ein bisschen aus der Mode, weil die Leute auch ein bisschen faul werden. Und vor allen Dingen, die Leute werden nicht faul. Ich nehme an, jeder, der so ein bisschen Heimkino-affin ist, vernünftige Lautsprecher benutzt, einen vernünftigen Verstärker benutzt, den ich übrigens jetzt mal ausmachen kann. Ja, jeder, der so ein bisschen anständige Hardware hat, der wird den Unterschied hören. Wenn ihr natürlich nur einen Mülllautsprecher habt und oder mit eurem Fernsehlautsprecher rumtüdelt, dann könnt ihr auch weiter streamen. Dann braucht ihr auch keinen Blu-ray-Player. Ne? Also, dann wird das ein bisschen Perlen vor die Säue schmeißen. Ne? Das ist wirklich nur für Leute, die wirklich auch Blu-rays gucken und auch vernünftige Lautsprecherbestimmungen haben und einen halbwegs anständigen Verstärker. Dann hört ihr das schon. Auch bei einer Soundbar, wenn ihr eine richtig gute, teure Soundbar habt, hört ihr das auch. Probiert es einfach mal aus. Leiht euch mal in euren Bekanntenkreis einen vernünftigen Blu-ray-Player. Und ja, und dann checkt das mal ab, dann vergleicht das am besten mit ein paar vernünftigen Blu-rays dazu und dann spielt ihr den Film einmal vom Blu-ray ab und dann am besten direkt danach oder ne, fast zeitgleich spielt ihr das, dann streamt ihr das Ganze mit Mehrkanalton und wenn ihr da keinen Unterschied hört, wenn ihr dann keinen Unterschied hört, dann wisst ihr, dann braucht ihr keinen Blu-ray-Player, weil eure Hardware das einfach nicht herausarbeiten kann. Aber da gehört eigentlich nicht ganz so viel zu. Ja, also jedenfalls mit dem LG, für den kann ich werben. Das ist echt für das Geld ein Traum. Ihr braucht keine 300, ihr braucht keine 400 und ihr braucht auch keine 800 Euro ausgeben für irgendwelche High-End Blu-ray-Player. Die tun auch nichts anderes, als das Bild wieder auszugeben. Okay, sicherlich, wenn ihr viel mit HDR-Zeugs rummacht. Da gibt es noch verschiedene Einstellmöglichkeiten. Die haben auch Dolby Vision und den ganzen Kram. Das könnte unter Umständen von Vorteil sein. Das hängt aber auch immer mit der Hardware zusammen. Ne? Klar, wenn ihr natürlich für ein Schweinegeld Hardware habt, dann braucht ihr euch nicht für 151 Euro einen Blu-ray-Player kaufen. Aber mit dem Teil seid ihr gut davor, insbesondere wenn ihr viel normale Standard-Blu-rays guckt. Also astrein, das kann 1000 Euro Gerät auch nicht besser. Ne? Also von der Bildqualität her hat mich der echt angetan und auch alle Tests sagen, dass Bildqualität kriegt das Ding voll Anschlag. Also da gibt es nichts zu mosern. Da hätte ich bei dem alten eher noch was zu mosern gehabt. Da sah ich schon kleine Unterschiede, insbesondere wenn Bewegung ins Spiel kommt. Wie gesagt, dass dahinter manchmal Artefakte produziert worden sind in einigen Filmszenen. Das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Aber das ist natürlich auch preislich eine ganz andere, was habe ich für das Ding damals bezahlt? 80 Euro oder sowas. 10 Jahre benutzt, 80 Euro. Für 80 Euro echt geil, das Teil. Ne? Da lege ich natürlich die Messlatte bei so einem Gerät ein bisschen höher. Ne? Und wurde da nicht enttäuscht. Also habe genau das bekommen, was ich eigentlich auch erwartet habe. Also ein Top-Bild ohne irgendwelche Fehler und eine genauso einfache Bedienung und völlig simpel, das Teil. Also könnt ihr kaufen, den LG UBK 80. Sollte euch das Video gefallen haben, ja, ihr merkt schon, Perle, der modernisiert hier wie so groß herum. Ne? Für relativ kleines Geld. Also ich übertreibe das nicht. Das muss ja auch alles zueinander so ein bisschen passen. Ne? Soll euch das Video gefallen haben, lasst ein Abo da. Macht die Klingel an. Gebt mir noch einen Daumen rauf, runter, wie ihr wollt. Von mir bekommt ihr natürlich wie immer 2 Daumen rauf. Und ich habe hier schon mein, wie ihr seht, das Video ist doch wieder länger geworden, als ich es eigentlich geplant hatte. Ja, viel kann man ja eigentlich nicht zu so einem Blu-ray-Player sagen, ne? Zu so einem Ultra-HD-Blu-ray-Player. Aber mir fällt da schon was ein. Übrigens, was mir auch aufgefallen ist, mit Material, wenn man Material zuspielt, was keine ganz hohe Bitrate hat, also damit, das bohrt der also wirklich ausgezeichnet auf, da hat der auch so ein bisschen Sorgen mit. Also wenn da geringe Bitraten zum Beispiel sind, irgendwelche Serien oder sowas, das ist nicht ganz so wichtig.
Aber sagen wir mal, irgendwelche Serien, die mit geringer Bitrate vorliegen, als MKV zum Beispiel, das kann der, also was der, da holt er noch richtig was raus, ne, aus dem Bild. Ne? Also das wunderbar, was er da mit dem Bild veranstaltet, wo der schon so ein bisschen zu straucheln kommt. Ne? Also da merkt man auch, okay, neue Technologie, die sind so ein bisschen weiter. Klar, aus dem Nichts kann ein Player nichts zaubern, aber die Fehler, die der hier reinzaubert, macht der gar nicht erst. Also das ist wirklich toll. Ne? Das ist mir sofort aufgefallen. Ich denke, wow, wow, echt gut, ne? Was der aus dem alten Zeug sozusagen rauskitzelt. Ne? Insbesondere ganz alte Sachen zum Beispiel. Uralte Serien, die sonst eigentlich scheiße aussehen. Also die möbelt er nochmal richtig auf, ne? Ohne sie zu versauen. Ne? Gut, echt. Egal. Wollen wir nicht zu sehr schwärmen. Wie gesagt, habt ihr mal eine Alternative. Es ist nicht der neueste, aber auch nicht der älteste. Es ist noch ein aktuelles Gerät. Und die neuen Geräte, die sind baugleich. Lasst euch da nicht von LG veräppeln. Da steckt überall das Gleiche drin. Also in den meisten Geräten. Sicherlich, auch hier gibt es ja zwischen dem UBK 80 und UBK 90 gibt es ja auch irgendwelche Unterschiede. Und zwar ist da ein WLAN-Modul mit drin, ein bisschen mehr Schnickschnack und sowas. Und bei den neuen ist das genauso. Ne? Die sind genauso aufgebaut, aber rebrandet. Ich weiß jetzt nicht, 960er-Serie ist das, glaube ich, irgendwie so. Ne? Aber wenn ihr die aufschraubt und beide nebeneinander stellt, ist überall das gleiche Laufwerk, gleiche Hauptplatine, fast sogar zum gleichen Zeitpunkt hergestellt und gleiche Netzteile. Ne? Alles dasselbe. Bloß eben das Gehäuse haben sie ein bisschen verändert und dadurch einen neuen Namen gegeben. Wird oft gemacht, dass die Leute so ein bisschen veräppelt werden, weil da haben doch weniger, warum soll man ein gutes Gerät irgendwie, ja, dann sagt man einfach, okay, wir lassen es so, pflastern, ist ein bisschen Leute bescheißen, ne? Pflastern ein anderes Gehäuse rum, wir machen vielleicht einen Anschluss noch ein bisschen anders und dann ist die Sache erledigt. Aber bei den Nachfolgegeräten, das ist wirklich 1:1. Das sind wirklich original die gleichen Geräte. Ne? Bloß eben, das eine Gerät heißt UBK 80 und das andere Gerät heißt, müsste ich mal nachschauen, Moment mal. UP 970. Der UP 970, der auch deutlich teurer ist als der. Der ist baugleich. Das ist eigentlich das baugleiche Gerät. Oder war das der 960? Also der UBK 80 und der 90 UB. Warte mal. Das war der UBK 90, also der mit den App-Funktionalitäten. Das war der UP 970, der ist baugleich. Und das gleiche gilt auch, eine Nummer kleiner, für den hier. Also wirklich verrückt, was LG da teilweise fabriziert. Aber es ist egal, man muss es wissen. Und mit dem Teil, wie gesagt, macht ihr nicht unbedingt viel falsch. Und ihr habt auch keinen schlechten Player am Start. Das ist ein aktuelles Modell nach wie vor. Ne? Auch wenn der 2019 im Markt kam. Aber die haben, da fummeln die Hersteller nicht ganz so oft dran rum, dass sie die komplett neu entwickeln. Weil gutes Gerät braucht man nicht neu entwickeln. Und ich denke mal, als solide Arbeitsbiene im Heimkino ist das Ding okay. Ne? Wenn man auf ein paar Sachen verzichten kann, ne? Auf ein paar Komfortmerkmale. Ja, dafür zahlt man natürlich auch relativ wenig Geld. Das ist eben das Schöne. Hat aber auch ein paar Nachteile. Wie gesagt, kein Display. Und das mit der Fernbedienung gefällt mir auch nicht so. Das, bei der waren eben diese Tasten, die mir wichtig sind. Die habe ich natürlich auch hier gleich eingepflegt. Die hat der ja leider nicht mehr. Da muss man wirklich umständlich über, was heißt umständlich, also muss man einmal mehr drücken, über das Infomenü rangehen an die Funktion. Aber es ist so. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Tut dem Gerät keinen Abbruch. Also ein feines Gerät kann ich uneingeschränkt empfehlen. Vielleicht hat es euch geholfen, falls ihr gerade auf der Suche nach einem preiswerten Blu-ray-Player seid, weil Blu-rays, wie gesagt, Blu-ray-Player gibt es nicht mehr ganz so viele. Die wurden ja alle abgelöst jetzt zum Beispiel durch die UHD-Blu-ray-Player. Aber im Grunde genommen ist das gleiche in grün, bloß ein bisschen teurer, ne? Weil die eben noch jetzt eben 4K beherrschen. Ne? Aber kann man auch einsetzen als ganz normalen Blu-ray-Player. Ist überhaupt kein Problem. Ihr habt es gesehen. Ne? So, Peace, haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Video. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt diese Tasche. Und was in dieser Tasche drin ist, kann ich euch schon verraten. Ein Projektor, ein Beamer. Als nächstes werde ich euch einen Beamer vorstellen, meine lieben Freunde. Ein Beamer, der, was kostet der? Ein Beamer, der 119 Euro kostet. Aber das zu mir im nächsten Video, das wird ein Kurzvideo. Ja, seid gespannt. Haut rein. Tschüss. Also stelle ich euch mal was vor, was ein bisschen komisch, was ein bisschen komisch ist, was mich nicht ganz so begeistert hat. Eher so ein Teil fürs Kinderzimmer. Aber ich will's euch vorstellen in aller Grausamkeit. So, haut rein. Bis zum nächsten Video. Tschüss.